So, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte heute tatsächlich mal eine Kleinigkeit in OBS vorstellen, die im Zusammenspiel mit Big Blue Button, die ich jetzt noch nicht so häufig gesehen habe, wo ich hoffe, dass es vielleicht dem einen oder anderen hilft. Ich bin also jetzt hier an meinem normalen Produktionsrechner, auf dem OBS installiert ist und ich ganz normal eben meine Sachen steuere. Und gleichzeitig, das sehen Sie ja in der Aufnahme, bin ich in Big Blue Button eingeloggt und habe jetzt meine OBS-Session, übertrage die mit der virtuellen Kamera. Das ist alles wohl bekannt, das kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele. Und ja, man sieht auch schon, ich habe hier offensichtlich einen Greenscreen. Deshalb habe ich jetzt hier einen bestimmten Hintergrund und ich kann hier ganz normal natürlich auch die Szenen wechseln, indem ich hier zum Beispiel in eine Szene gehe, wo gerade jetzt eben ein Video abgespielt wird und so weiter und so fort. Das ist alles nichts Großartiges. Was ich jetzt Ihnen mal zeigen wollte, ist dieses hier. Das sieht zunächst mal einfach so aus, als hätte ich den Hintergrund gewechselt. Das ist auch so. Nämlich hier ist jetzt einfach ein schwarzer Hintergrund. Das Entscheidende ist, ich habe hier in meiner Hand noch ein iPad, ein ganz normales iPad. Und auf dem iPad, das jetzt hier über HDMI mit meinem Rechner verbunden ist, läuft eben eine Whiteboard-Software. In dem Fall ist das Concepts. In der freien Variante von solchen Software-Systemen gibt es aber eine ganze Menge. Das ist also jetzt alles, was ich zeige, nicht speziell für diese Software. Das Entscheidende ist, ich habe jetzt hier auch für das Whiteboard mal einen schwarzen Hintergrund gewählt. Und der Vorteil dieses schwarzen Hintergrundes ist, dass ich den in OBS über Luma Keying ganz problemlos eben auch wieder ausblenden kann. Luma Keying funktioniert hier in dem Fall besser als Chroma Keying, weil Chroma Keying tatsächlich mit den Farben, die ich jetzt verwenden werde, etwas interagiert und das einfach nicht so gut ausgesehen hat. Im Test geht es jetzt auch darum, dass ich selber mal ausprobiere, wie kommt denn eigentlich das Bild dann tatsächlich in der Big Blue Button Session auf der anderen Seite noch an. Das ist ja, das hier auf dem eigenen Rechner entsprechend dargestellt zu haben, ist die eine Sache. Viel entscheidender ist ja, ob es dann beim Gegenüber auch so ankommt, sodass ich also auf dem anderen Rechner eben mich auch in diese Big Blue Button Session eingewählt habe. Das sehen Sie ja auch problemlos in der Teilnehmerliste, dass ich da zweimal drin bin. Und auf diesem zweiten Rechner läuft eben jetzt auch ein OBS, wo die Aufnahme dann eben jetzt gemacht wird. Gut, und das Schöne ist, ich kann jetzt hier auf diesem Tablet ganz problemlos, ganz normal schreiben. Und das natürlich auch in verschiedenen Farben machen, so wie man das eben von solchen Programmen kennt. Und ich kann hier natürlich auch irgendwelche Formen verwenden, die das Ganze zur Verfügung stellt. Es gibt noch so ein paar andere nette Spielereien. Also zum Beispiel kann der so Linien verformen. Vielleicht braucht man das ja auch mal. Für mich ist im Wesentlichen einfach die Möglichkeit, etwas schreiben zu können, entscheidend, sodass man also jetzt hier zum Beispiel Laplace-Gleichung hinschreiben könnte. Laplace phi von R ist gleich 1 durch Epsilon 0 Rho von R oder entscheidend oder entsprechende Sachen. Das ist, finde ich, für eine interaktive Session mit Studierenden vielleicht noch ein ganz gutes Format, zumal ich hier eben auch, das finde ich ganz praktisch, so eine unendliche Leinwand habe. Das heißt, ich kann hier beliebig weitergehen und das eben entsprechend vollschreiben. Gut, ja, und ansonsten ist das jetzt keine besondere Software, aber eine, die, finde ich, ganz gut funktioniert und sie kostet eben nichts, sodass man das relativ schnell realisieren kann. Ich denke, ein solches iPad haben viele. Das wird mit Sicherheit auch mit einem Android-Tablet gehen. Stifteingabe finde ich sehr praktisch. Schön ist, dass man hier dann auch einfach eben ganz normal mit der Hand auch mal auf eine Gleichung zeigen kann. Ich finde das, ja, für etwas Interaktives eine relativ gute
Art und Weise der Kommunikation. Gut, das ist etwas, was ich Ihnen zeigen wollte. Lightboards kennen, glaube ich, schon viele. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Videos zu. Die sind sicherlich noch mal einen Tick besser. Aber das ist etwas, was man eben mit relativ geringem Aufwand dann auch realisieren kann. Und was, finde ich, so jetzt von der Möglichkeit der Ansprache des Gegenübers auf jeden Fall schon relativ gut ist. Ja, das Signal muss natürlich in den Rechner reinkommen. Das heißt, das ist hier eine zusätzliche Videoquelle und man braucht dann eben außer dem iPad und dem HDMI-Kabel auch noch einen HDMI zu USB-Konverter, also ein Capture-Device. In dem Fall, was ich jetzt hier verwende, das ist wirklich ein sehr, sehr preiswertes, was ich mir privat mal gekauft habe und was in der Größenordnung 10, 15 Euro gekostet hat. Es gibt natürlich auch die richtig teuren, die dann 4K und all sowas können. Für meine Zwecke habe ich festgestellt, brauche ich das nicht. Gut, ja, das wäre eigentlich auch schon das, was ich Ihnen zeigen wollte. Und ja, dann gehe ich mal wieder ins andere Labor, um die Aufnahme wieder zu stoppen.